Du Esel, du Idiot, du Ganache. Das, was sich so anhört wie eine noch schlechtere Comedy-Show-Version von Kaya Jana, soll tatsächlich ein Patissier zu seinem Lehrling gesagt haben, als dieser den Fehler gemacht hat und die Milch mit der Schokolade verrührt hat. So entstand angeblich die Ganache, die wir heute nicht nur zum Einstreichen einer Torte benutzen, weil sie eben stabil und Fondant tauglich ist, sondern auch zum Füllen einer Torte, also als Creme. Die Österreicher sagen sogar Pariser Creme dazu, wobei die Pariser Creme das Verhältnis von 1:1 hat, also ein Teil Kuvertüre und ein Teil Sahne. Die normale Zart-Bitter-Ganache, die wir kennen, hat das Verhältnis 2 Teile Zart-Bitter-Kuvertüre, ein Teil Sahne. Am einfachsten ist es, wenn ihr die Sahne zum Kochen bringt und sie dann über die schön klein gehackten Kuvertürenstückchen gießt und das ganze paar Minuten umrührt, bis die Klümpchen sich aufgelöst haben. Die Temperatur der Sahne reguliert sich dann durch die Kuvertüre sowieso runter und die Ganache ist bereit, verwendet zu werden. Solltet ihr euch für die Version entscheiden, wo ihr zuerst die Kuvertüre auf einem Wasserbad temperieren wollt, dann blende ich für euch die idealen Temperaturen der verschiedenen Kuvertürenarten ein. Bedenkt bitte, wenn ihr eine Ganache zum Beispiel auf Basis von weißer Kuvertüre macht, dass das Verhältnis nicht mehr 2:1 ist, wie bei der hochwertigen Zart-Bitter-Kuvertüre. Die richtigen Verhältnisse blende ich für euch jetzt ein. Die Ganache lässt sich geschmacklich natürlich auch etwas verfeinern und man kann sie über Monate hinweg einfrieren bzw. paar Wochen im Kühlschrank aufbewahren. Viel Spaß mit diesem schönen Rezept!